Bam, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Diamant Randomizer Wedlock Challenge. Letztes Mal haben wir die Geistarena von Lamina durchstanden, allerdings mit einem gesamten Paarverlust. Und zwar Jackie und Chatterley, oh Mann, mein Lieblingsteam. Und deswegen brauchen wir jetzt ein bisschen Nachschub. Und es gibt auch jetzt im Moment, da wir auch Surfer haben, einiges, was wir am Pokémon fangen können. Und das wollen wir doch jetzt mal tun. Aber als allererstes gucken wir mal kurz in unsere Box. Ihr habt vielleicht schon einen kleinen Spoiler im Dings hier im Poketch gesehen. Aber auf jeden Fall brauchen jetzt ein neues Pärchen. Das Ding ist, wir haben recht wenig Männer und zumindest Kokula ist schon mal komplett, fällt schon mal komplett weg. In diesem Bereich des Spiels kann man Bibor wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Am Anfang ist okay, aber jetzt, nee. Goldini ist, ja, ist auch nicht so geil. Nur Evoli alleine wäre halt noch als wirklich brauchbar gutes Pokémon übrig. Bei den Männern. Und von daher haben wir eigentlich kaum Männer, aber ganz viele Frauen. Vor allem auch, die ich gerne benutzen würde. Darum habe ich auch eins davon mitgenommen, und zwar Mediti, unsere Rana, habe ich jetzt einfach mal ins Team genommen. Somit dürfen wir als nächstes Pokémon nämlich zwingend nur ein Männchen fangen. Allerdings kann es natürlich auch ein Flop werden, aber da ich nicht mein Evoli hier jetzt schon ins Team nehmen möchte, sondern erst das für später aufheben möchte, versuche ich jetzt blind was zu fangen. Ja. Und das wird dann der Partner von Rana. Right, right, right. Und ja, wir sind jetzt hier gerade in Elysis. Da habe ich mir aufgeschrieben, hey, Elysis surfen und so, ne? Und da fangen wir jetzt uns hoffentlich einen Partner für Rana. So, können wir hier direkt surfen, ne? Dann wollen wir da mal gucken. Mit Basti ist jetzt mal Surfer ein und unser roten Pokémon für Elysis wird ein Gastrodon eventuell? Ja, es wird ein Gastrodon. Cool. Da müsst ihr das nur noch gefangen kriegen. Ihr dürft natürlich kein Rasierblatt einsetzen, ist klar. Wir beginnen mal mit Schlafpuder. Das ist, denke ich, ganz okay, sofern es treffen würde. Kraftreserve, okay. Hoffentlich nichts Böses. Es ist was Böses, es ist sehr effektiv. Eieiei. Ja, komm, Schlafpuder. Komm schon. Das. Ja, Regentanz ist gut. Regentanz kannst du machen. Aber jetzt, ne? Ne? Schlafpuder und so. Wär geil. Wenn das treffen würde. Ja, geht doch. Na Mensch. So, wollen wir direkt versuchen, einen Ball zu werfen? Ich habe ganz viele tolle Bälle gekauft nochmal. Auch Hyperbälle. Und ich glaube, bei Gastrodon könnte man versuchen, es mit dem Hyperball zu fangen. Ich mache einfach mal. Also, Bälle. Hyperball. Ja, Flottball hätten wir vielleicht zu Beginn probieren sollen. Habe ich verkackt, egal. Jetzt weiß ich fürs nächste Mal. So, Hyperball. Na los, komm schon, Baby. Bleib drinne. Oh yeah. Klasse, Gastrodon wurde gefangen. Und du bist der neue Partner von Rana. Oh yeah. Wasserboden, eine Seeschnecke. Es hat einen biegsamen Körper ohne einen Knochen. Wird ein Körperteil abgetrennt, wächst danach. Ach, das ist doch schön. Und wir möchten dir natürlich einen Spitznamen geben. So, ich habe noch einen neuen Namen dazu bekommen seit dem letzten Mal. Und noch einen eigenen Namen. Aber der nächste auf der Liste männlich wäre der gute. Game King. Na, war mal's hier. Game King. So, mal wieder ohne die Zahl am Ende. Weil, nee. Alles klar. Dann gehen wir uns kurz mal heilen.
Ein Kokonuss, Gast oder Mann? Ein Gastrodon hatte ich noch nie, aber finde ich, ja doch, kann man machen. So, komm bald wieder. Ja, natürlich werde ich das. Sogar schon direkt auf Level 30, das ist super. Du hast folgende Sachen im Petto. Du bist ein sanftes Wesen, da gucke ich direkt mal nach hier, Pokémon-Tabelle. Wo haben wir's? Sanft. Das macht gar nichts. Gut. Auch gut. Kann sie wenigstens nichts verkehrt machen. Du hast hohen Angriff, hohen Spezialangriff. Okay. Wertehalte. Hätte es nicht Sturmsog sein können? Mann. Ja, gut. Ja, Wertehalter ist eine ziemliche Scheißfähigkeit, aber egal. Ist das eigentlich gut von den Werten her? Ich weiß gar nicht. Was ist zum, ich sag mal, dieser Knosp, das hat so um die 50 rum. Ja, du bist schon voll entwickelt halt. Ja, ist okay. Nervt mich, dass der Angriff und Spezialangriff beide so hoch sind. Ganz auf jeden Fall Schlammbombe, Kraftreserve und Body Slam. Okay. Gut. Ja, dann haben wir jetzt aber noch ein paar andere Stellen, wo wir noch surfen können. Und die werden wir jetzt kurz abgehen. Dafür lege ich mal das Team direkt wieder ab. Pokémon bewegen. Und zwar hier Rana. Keine Angst, ich nehme die natürlich wieder mit. Aber wir brauchen jetzt Blocky kurz im Team. Zum Fliegen. Und damit ist dieses Team jetzt auch gesperrt. Also da kommt jetzt kein Pokémon mehr rein. Das ist immer noch für Rana und Game King reserviert. Dieses Team. Also da kommt kein Pokémon rein. Alle Pokémon, die wir jetzt fangen, kommen auf die Box. Und ja. Wollen wir doch mal gucken. Dann fliegen wir als erstes mal. Wo hätten wir noch was? Gibt's in Weideburg was zum Fangen? Ich guck mal. Kann sein. Bin mich mehr sicher. Gucken wir einfach mal. Bam, 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 badabam. Aus dem Weg! Gibt's hier? Hier gibt's was, ne? Aber das scheint eine Route zu sein. Wobei, wenn wir hier am Rand surfen, vielleicht gehört das noch zur Stadt? Ja. Gehört auch zur Stadt. Ja, dann fangen wir jetzt hier noch ein Pokémon. Unser Routen-Pokémon für Weideburg wird ein. Ein Flamli! Ein fucking Flamli! Ich will dich haben! Ich will das! Flottball, ne? Flottball. Hier, los, nimm ihn! Los! Bleib drin! Das ist unser erstes Feuer-Pokémon! Yes! Wir haben eine Flamli! In seinem Innern lodert ein Feuer. Es schleudert 1000 Grad heiße Feuerbälle. Ja, ich möchte einen Spitznamen geben. Okay, es ist männlich. Sehr gut, noch besser. So, der nächste Name wäre Moritz. Moritz. Ja, du bist jetzt nun eine Flamli. Freu dich. Willkommen auf der Box. Ja, geil, Alter, eine Flamli. Hier ist noch ein Item. Das sind Boote. Ach, das ist gar keine Route. Eine Großlinse. Okay. Okay, hier ist also keine Route. Sicher? Ein Paras. Okay, ja, da bin ich froh, dass wir den Flamming gekriegt haben. Da bin ich froh.
Paras wäre, na, wäre nicht stark. Es wäre cool gewesen, aber nicht stark. Ich glaube, ich bin über einem Flemmi mehr als zufrieden. Oh ja. Okay. Da müssen wir jetzt zurück ins Pokémon Center. Flemmi natürlich auf die Box legen, weil das gehört jetzt nicht ins Team. Puh, heile erstmal hier. Bam, bam, bada, bam. Und dann sofort auf die Box. So, jemand ist PC. Ja, komm, mal ablegen. Ich möchte gerne... Achso, die Box kann ich jetzt glaube ich, noch wechseln. Genau, hier, Box 1. So. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich denke mal schon. Und dann gehen wir in die nächste Stadt. Wo können wir noch Pokémon fangen? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Moment. Wo war das? Ebi genau? Ja, ich glaube, hier gab es noch Wasser vor der Route zum Surfen. Da erinnere ich mich noch dran. Also nicht auf der Route, sondern noch in der Stadt war das, glaube ich. Und zwar hier oben. Wir sind Speedy. Speedy Gonzales. Genau, hier. Ist das schon die Route? Nee, das ist die Stadt. Wunderbar. Dann können wir jetzt hier noch ein Pokémon fangen. Und unser Pokémon für Eevee, genau, wird ein... Owei, okay. Hatten wir in Hard Gold zwar schon, aber... Und wir bräuchten einen Blattstein, den wir, glaube ich, nicht haben. Aber kann man natürlich mal reinlunzen hier. Was? Ich meine, kann man natürlich mal versuchen zu fangen. Ich verschwende jetzt dafür mal keinen Flottball. Hörst du wohl auf damit? Du hättest fast Frigo umgebracht. Hier, mach mal Windstoß. So, im Gegensatz zu Flemmi, was bestimmt eine beschissene Fangrate hat, lässt sich Owei bestimmt viel besser fangen. So, und da würde auch ein Pokéball reichen. Ja, mach mal Konfusion auf Basti, das ist jetzt nicht so schlimm. Alter, hörst du mal auf mit den Volltreffern? Was ist los mit dir? Was ist falsch mit dir? Der dreht voll am Rad. Leider nicht zu glauben. Ja, Giftpuder, mach halt. Wenn du es nicht lassen kannst, dann mach halt. Windstoß, komm schon. So. Das hätte jetzt ruhig ein Volltreffer sein können. Aber nee. Jetzt würde ein Volltreffer kommen, wenn ich jetzt nochmal einsetzen würde. Nee, nee, das wage ich nicht. Ich mache jetzt hier Bällchen hier. Pokéball. Bam, babadam. Bam, babadam. Das reicht nicht. Okay. Dann machen wir eben Superball. Auch gut. So, Hauptsache, wir werden jetzt nicht durch einen Triple-Mega-Volltreffer auf Doom niedergestreckt. Dann ist alles tipptopp. Tibi-Tobi. Na komm schon. Was? Alter, hä? Du bist doch nur ein scheiß Owei. Warum solltest du so eine krasse Fangrate haben? Wieso macht er so viel Schaden, Mensch? Muss ich mich ja wieder heilen. Ich hab halt keine Tränke mehr. Ich werd wieder kaufen. So. Nochmal Giftpuder, mach das. Dann werfe ich eben Hyperball, Mensch. Das ist auch kein Ding. Hätte ich doch einen Flottball werfen sollen. Mann. So. Komm her, du. Komm her, du. Du geiles Stück. Und Owei wurde ebenfalls gefangen. Es ist auch wieder männlich. Okay, also jetzt fangen wir gerade ganz viele Männer. Ja gut. Ein Ei. Die 6 Eier kommunizieren telepathisch. Werden sie getrennt, finden sie sich schnell wieder. Das ist schön für die Eier. So, hier möchte ich natürlich auch einen Spitznamen geben. Der nächste Mann auf der Liste ist... der gute... Nisar. Hupp. Und das waren tatsächlich bisher alle Männer.
Jetzt haben wir noch einen weiblichen Namen vorgeschlagen und einen weiblichen Namen, den ich selber möchte. Oh Gott, Gift. Wir fliegen direkt mal ins nächste. Wo können wir noch ein Pokémon fangen? In Flori war kein Wasser. Jubelstadt glaube ich auch nicht. Erzählingen auch nicht. Sandgemme. Da gäbe es noch eine Route, wo wir surfen könnten. In Zweibaddorf gab es, glaube ich, eine Wasserstelle. Doch, ich meine, in der Heimatstadt gab es sowas. Können wir uns vielleicht noch erstmal heilen? Ja, guck mal, hier. Darf ich mich heilen, bitte? Hallo? Heilst du mich? Dankeschön. Zu freundlich. Alles klar. Ja, dann können wir jetzt hier noch in Zweiblattdorf ein Pokémon fangen. Tja, oder so ein Pokémon dafür wird ein... Oh, wir haben Oweil vergessen abzulegen, aber ist egal, können wir nachher noch ablegen. Wird ein... Kamau. Okay. Das ist auch cool, wieder ein Feuer-Pokémon. Und wieder männlich. Also jetzt kriegen wir nur noch Männer. Kamau, ja, das könnte gefährlich werden. Also was, ich glaube, ich werfe ich hier wieder einen Flottball. Nicht, dass es hier mit Feuersturm auf Doom ankommt und Frigo niederbrennt. Da investieren wir mal einen Flottball. Nice. Kamau wurde ebenfalls gefangen. Alter, läuft gut gerade, ne? Jetzt ist die Frage mit dem Spitznamen, Mensch. Was mache ich denn jetzt? Taubheit. In seinem Rücken speichert es sehr heißes Magma. Regnet es, kühlt das Magma ab und es wird langsamer. Der Immen stirbt es nicht direkt. Das ist doch schon mal ein Anfang. Soll ich jetzt einen weiblichen Namen verwenden dafür? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Dann bist du... Tara. Das ist der letzte vorgeschlagene Name. Du bist jetzt ein, Kabaub. Willkommen auf der Box. Ja, jetzt habe ich alle vorgeschlagenen Namen sind durch. Jetzt habe ich nur noch einen eigenen Namen, und zwar Lady Kaitos. Das ist auch eine Zuschauerin, die mir sehr positiv aufgefallen ist. Und von daher würde ich sie auch gerne irgendwann benennen. Ja, aber sonst, wenn ihr noch weitere Namen habt, mach rein damit. Haben wir denn noch was? Also hier sind wir jetzt durch. Herzhofen war nix. Trost du. Nee, da war nur die Pension. Weideburg waren wir. Schleide, nee, da ist auch nirgendwo Wasser. Nee. Dann wären wir jetzt durch, ne? Dann können wir jetzt nach Jubelstadt und dann nach links gehen. Oder wir könnten jetzt noch die Route bei Sandgemme machen. Aber da wir jetzt noch nicht viele Namen haben, werden wir erstmal hier in Jubelstadt nach links gehen. Sonst fangen wir zu viele Pokémon, Mensch. Das wollen wir nicht. Nein, nein, nicht zu viele Pokémon fangen. So, erstmal hier wieder alles in Ordnung bringen, hier. Bam, bam, bam. So, bewegen. So, du bist definitiv nicht in der Totenbox. Okay, alles klar. Dann Blocky ablegen. Und Owei erstmal ablegen. So. Du kommst zu den Männern da unten. Du auch. Und du auch. Jetzt haben wir wieder viele Männer hier. Das ist gut. Das ist schön. Du kommst mal da hinten hin. So. Ihr beiden Süßen kommt natürlich wieder ins Team. Das war ja schon vorhin abgemacht. So. Und jetzt könnten wir theoretisch schon mal ein neues Team nehmen. Wir haben jetzt hier ganz viele Männer zur Auswahl. Unter anderem auch ein Feuer-Pokémon, was ich sehr begrüße. Ich guck mal kurz ins Team. Also dann würden ja Nojiko und Tanama weichen. Was könnten wir denn gebrauchen? Wir haben Pflanze, wir haben Wasser, wir haben Kampf, wir haben Psycho. Wir haben Boden. Das heißt, vielleicht sogar Flemly.
Boden haben wir schon mit Dingens. Also Flemli wäre dann aber auch wieder Kampf. Ja, ist eigentlich egal. Du kriegst eine Fragebeere. Finde ich cool. Und als Partner, wen würden wir als Partner? Eventuell, ja, Psyche haben wir auch schon. Pflanze haben wir auch schon, aber Unlicht wäre neu. Jetzt haben wir tatsächlich zu wenig Weiber. Ach Gott. Ja. Aber Pflanze wäre nicht mal schlecht, ne? Ich meine, Schwäche von Flemli wären dann Wasser wird ausgehebelt, Boden wird ausgehebelt, Gestein wird nicht aus. Ne, Gestein war, wird durch den Kampftyp wieder weggemacht. Psyche hat es dann, ist komplett immun. Und Flug. Okay, eine gemeinsame Flugschwäche hätten sie dann. Ja. Ja. Aber sonst. Oder wäre Kamaup ein besserer Partner? Was hat Kamaup? Kamaup hat Wasserschwäche und Bodenschwäche. Das war's, oder? Ja, das war's. Ja, ich glaube, ich möchte doch eher Flemli mitnehmen. Moritz und Eridan. Wäre das ein gutes Team? Ich denke schon, ich bin guter Dinge. Wir müssen ja auch an die Stahlarena denken. Stahlarena. Kann ja jedes Team irgendwie mitmachen, ne? Wird vielleicht sogar unser neues Team, Rana und Game King, wäre wahrscheinlich gar nicht mal schlecht gegen die Stahlarena. Weil Kampf-Pokémon hat eine Resistenz gegen Gesteinsattacken und so. Also ist nicht so einfach da anzukriegen. Und natürlich Game King mit dem Surfer, was auf die meisten Stahl-Pokémon auch sehr effektiv ist. Und Bodenattacken natürlich auch, ist klar. Und der Stahl ist nicht sehr effektiv. Gestein ist auch nicht sehr effektiv. Ja, wahrscheinlich wird das dann unser Team. Aber ich beschließe jetzt einfach mal, dass Moritz und Eridan unser neues Pärchen werden. Willkommen im Team. Nojiko und Tanama bleiben natürlich verknüpft bis in alle Ewigkeit. Aber sind jetzt erstmal auf der Box. So, dann sieht unser Team jetzt folgendermaßen aus. Das sieht doch wieder ganz schick aus, Mensch. Hoffentlich sterben die nicht wieder. Ah, schön. So, das Ding ist, ich glaube, da wird ein Rivalenkampf kommen. Ich weiß nur nicht wann, ob der jetzt schon kommt, sobald wir über die Brücke gehen da. Bei Fleetburg, aber ich glaube schon. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Rahn hat den EP-Teil, das ist ganz gut, weil die müssen eher als nächstes kämpfen. Limit ist 39. Also schon ordentlich. Wir könnten da eigentlich direkt mal hier die beiden nach vorne packen. So, natürlich wird Game King kämpfen, ganz klar. Und du kriegst noch gleich noch das Glücksei, warum nicht? Wo haben wir es denn? Hoffentlich haben wir das jetzt nicht. Nee, wir haben es hier nicht auf der Box mit den anderen beiden gelassen. Aber alles cool. Hier geht's gar nicht lang. Sondern hier oben, Mensch. Platz da, jetzt komm ich. So, ach, ich freue mich. Sind auch wieder ganz coole Pokémon dabei. Sehr, sehr schön. Was ist mit dir? Wenn du hier weitergehst, kommst du an die Route 218. Dort kann man wunderbar angeln. Das weiß nur kaum einer. Okay, willst du mir eine Angel schenken? Eine Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja, total. Ja, eine sehr gute Antwort. Das wollte ich hören, Freund. Schenke dir diese Angel. Angeln. Ja, geil. Die Frage ist, ich glaube, Surfen ist trotzdem besser als Angeln, weil bei Angeln findet man ja hauptsächlich Carpados. Würde ich meinen. Denke ich. Gut. Leggy leg leg. Okay. 218. Wir könnten auch gucken, ob es hier irgendwo Gras gibt. Nee, gibt's nicht. Aber da hinten gibt es, glaube ich, noch ein Item. Das werden wir natürlich uns auch holen. Die Frage ist nur. Ach komm, wir können ja auch Pokémon mit Dingens fangen. Das geht schon. So, und unser roten Pokémon für Route 218. Direkt gleich hinterher. Wird noch nichts, denn erst finden wir ein Metallkraut.
Nice, hätte lieber einen Blattstein gefunden, aber okay, Spiel, okay, dann gib mir eben keinen Blattstein für das Owei. Und unser Routen-Pokémon wird mit voller Spannung. Ich kann's kaum abwarten. Ach, endlich. Ein Wingull. Ja. Wingull ist auch cool. Doch, ich mag Wingull. Was machen wir denn da? Kraftreserve war sehr effektiv auf Frigo. Das heißt, es ist entweder Eis, Psycho, Flug, Feuer. Ja. Also können wir eigentlich mal direkt ausprobieren. Dann können wir es ein bisschen ausschließen, was es sonst noch so sein kann. Aquavelle, oh, ist nicht so geil. Okay, da geht. Ah, wir sind natürlich verwehrt. Kein Ding. Na, okay. Sonst können wir direkt noch ein bisschen weiter ausschließen. Also Eis, Feuer, Flug, Psycho. Also normal effektiv, also ist es kein Feuer. Also Eis, Flug oder Psycho. Und ich hüte mich nochmal einen weiteren Dings einzusetzen, sondern mache einen Pokéball. Und es ist weiblich. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können auch den letzten Namen noch verwenden. Nice! Wingull wurde gefangen. Ein süßes, kleines Wingull. Eine Seemöwe. Es baut sein Nest auf steilen Klippen. Es nutzt die Aufwinde, um in größere Höhe fliegen zu können. Das freut mich für dich, kleines Wingull. Ja, und wie schon bereits erwähnt, wirst du dann Lady... hier... Ich gucke, dass ich es richtig schreibe. Kaitos. Hat sogar perfekt Platz. So, du bist jetzt ein Wingull und willkommen auf Box 1. Oh yeah. So, du willst kämpfen, oder? Komm schon, zeig's mir. Ein Mann des Meeres ist auch ein Mann der Pokémon. Oh yeah. Ah ja. So, den Kampf machen wir noch. Matrose Rappo. Wird in den Kampf geschickt. Mit einem Mantiops. Oh, ist ja süß. Ein süßes kleines Mantiops. Das ist auch wieder Wasserflug, ne? Da können wir auch nicht wirklich viel ausschließen. Ja, Body Slam müssen wir da wohl machen. Batz. Du könntest eigentlich auch Surfer haben. Wobei. Ich glaube, ich mache das eher so, dass Dings Bastia der momentan Surfer. Du hast ja sowohl Angriff als auch Spezialangriff bist du gut dabei. Das heißt, ich werde dir dann wahrscheinlich Kaskade beibringen. Gibt's hier überhaupt Kaskade? Schon, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Gibt's hier Kaskade? Jetzt bin ich gerade überfragt. Ich erinnere mich nämlich an keinen Kaskade-Dingens. Aber die TM wird's ja schon geben. VM. So. Dich müssen wir besiegen, ne? Dich dürfen wir jetzt nicht fangen. Ich war jetzt die ganze Zeit im Pokémon-Catching-Mode. Aber dich müssen wir ja platt machen. Du armes, kleines Mantyops. Zoran hält auch Erfahrungspunkte. Sehr schön. Ein Garados. Ja, gut. Aber ich denke, Game King kriegt das hin. Game King kriegt das hin. Jetzt wird unser Angriff gesenkt. Ja. Schon wieder Wasserflug, Mensch. Ihr seid ja toll drauf. Soll ich mal Kraftreserve? Ja, ich weiß, nee, Garados hat, glaube ich, eine gute Spezialverteidigung. Ich versuche mal Body Slam, es wird er eventuell paralysiert. Windhose. Kann man machen. Solange ich nicht zurückschrecke, das ist gut. So, wie viel Schaden macht das? Nicht allzu viel. Aber es ist paralysiert, das ist schon mal sehr viel wert. Dann versuchen wir es mal mit einer Kraftreserve. Und gucken, wie viel Schaden das hier macht. Ist ja normal effektiv. Haben wir ja auf Wingull schon gesehen. Und macht auch kaum Schaden. Wir haben ja, glaube ich, wir haben X-Angriff. Komm, wir machen das einfach mal. Wenn unser Angriff wieder normalisiert wird, dann können wir mit Body Slam weiter angreifen. Wäre ganz praktisch. So, das ist paralysiert. Das ist ganz gut.
Dann Body Slam. Bats. Ja, ist okay, ist okay. Windhose macht wieder kaum Schaden. Kann uns jetzt auch nicht mehr zurückschrecken. Weil es langsamer ist. Putz. Ist schön grün, gefällt mir. So von hinten, mal wieder. Immer von hinten gefallen mir die Leute. Ja, ja. Von vorne ist es, ja, ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber ja. Also die Farbkombination finde ich ein bisschen seltsam, aber ja, von hinten, wenn das so ganz grün aussieht, das ist eigentlich ganz sweet. Ja, damit haben wir Gyarados down und das gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Ja, nice. Nice, nice. Und wir singen den Rappo. Danke, Lichten. Oi, wir stechen jetzt auch in See. Ey, wir kamen ja gerade von der See. Aber wir beenden den Part an der Stelle. Das war's für Pokémon Diamant. Randomizer Wetlock. Wir haben ein paar sehr geile Pokémon gefangen. Freue ich mich richtig hart. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Und tschüss.